Der Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC ist ein Familien-SUV und leitet sich vom Mercedes-Benz GLB ab. Somit wird er durch sein schlichtes Äußeres zwar keine Begeisterungsstürme auslösen, doch wie steht es um die dynamischen Qualitäten und die technischen Komponenten dieses rein elektrischen Fahrzeugs? Der Mercedes EQB ist mit zwei Elektromotoren ausgestattet, die an der Vorder- und Hinterachse angebracht sind. Im Gegensatz zum klassischen 4x4 arbeiten die Achsen unabhängig voneinander und der Allradantrieb wird durch eine elektronische Regelung gewährleistet, die das Drehmoment etwa 100 Mal pro Sekunde verteilt. Obwohl das System sehr schnell ist, kann es die Neigung zum Rutschen der Vorderräder nicht vollständig ausgleichen, insbesondere wenn das enorme Drehmoment mit Bleifuß abgerufen wird. Die Beschleunigung erinnert an einen Sportwagen. Der Durchzug ist kräftig. In Kurven ist dieser SUV allerdings anfällig für Wankbewegungen. Das ESP wird regelmäßig in Anspruch genommen. Der Bremsweg ist durchschnittlich, aber angesichts der gemessenen 2,3 Tonnen ist dies auch nicht überraschend. Bei ruhiger Fahrweise fährt sich dieser Mercedes wie ein Hecktriebler und äußerst angenehm. Auch auf langen Strecken sorgen die vorbeugende Federung und der geringe Geräuschpegel für ausgezeichneten Fahrkomfort. Trotz der geringen Batteriegröße ist deren Reichweite auf der Autobahn mit rund 350 km durchaus korrekt. Die Messungen auf der genormten RDE TCS Teststrecke ergaben einen bescheidenen Verbrauch. Und wer ganz genau rechnen will, für die entstandenen Verluste beim Nachladen müssen noch 2 Kilowattstunden pro 100 km darauf gezahlt werden. Daraus ergeben sich insgesamt folgende Kilometerkosten. Obwohl die DC-Ladeleistung 100 kW nicht überschreitet, ist die Nachladung schnell. Zu Hause erfolgt das Laden mit dem 11 kW Bordladegerät. Der Mercedes EQB ist mit einem Navigationssystem ausgerüstet, das die Unwägbarkeiten einer elektrischen Reise mit berücksichtigt. Dazu analysiert es Faktoren wie aktuelle Reichweite, den momentanen Verbrauch, die Topografie der Route sowie die verfügbaren Ladestationen. Bei Bedarf empfiehlt der Wagen, anstatt eines langen, zwei kurze Ladestopps zu machen. Die Bedienung des Infotainment-Systems ist dank vielfältiger Eingabemöglichkeiten, die von der Sprachsteuerung über Touchpads bis hin zu einfachen Kurzwahltasten reichen, intuitiv. Das warme Lichtambiente ist typisch für die Oberklasse von Mercedes und durchzieht das Armaturenbrett. Das Interieur hingegen bleibt nüchtern, bietet aber gute Qualität mit schönen, rohrförmigen Alu-Einlagen. Die Sportsitze bieten korrekten Halt, aber die Insassen werden vor allem die großzügige Beinfreiheit schätzen. Der perfekt ebene Platz hinten ist geräumig angelegt. Die verschiebbare Rückbank ist mit verstellbaren Lehnen ausgerüstet. Für Passagiere bis zu 1,65 m können optional zwei Klappsitze installiert werden. Der Gesamteindruck dieses Familienfahrzeugs wird abgerundet mit einem voluminösen, gut konfigurierten und leicht zugänglichen Kofferraum. Wie am Anfang des Videos erwähnt, ist das Styling der Karosserie konventionell. Der schwarze Kühlergrill unterscheidet den Mercedes EQB von seinem Verbrenner Alter Ego GLB. Der Umfang der Grundausstattung ist mäßig, sowohl bezüglich Komfort als auch bei den Fahrassistenten. Das ist schade, denn der adaptive Tempomat oder die Verkehrsüberwachung sind im Alltag wirklich nützlich. Es bedarf teurer Optionen, um diese Features nutzen zu können. Immerhin ist dafür die Wartung während 10 Jahren oder bis zu 100.000 Kilometern kostenlos. Fazit:
Der Mercedes-Benz EQB bietet einen guten Fahrkomfort und viel Platz. Die Beschleunigung und der Durchzug sind eindrücklich. Hingegen fühlt sich das Fahrwerk dieses SUV emotionslos an. Und die Preise sind hoch. Die geringe Nutzlast und die nicht vorhandene Möglichkeit zur Anhängelast widersprechen seinem familiären Charakter.